Lotterie eine solide 30. 10 davon aus Hellwood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel ist Linda C. is now live. Streamen Cyberpunk 2077. Edgar Runners PS 5100% Raute Stream Neuling. Steck jetzt. Ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier.
Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Wie dem auch sei. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Thank you.
Irgendwas Schnelles, Leckeres? Du weißt ja, wie es eigentlich heißt. Entweder schnell oder lecker. Aber bei uns kriegst du beides.
du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Oh! Kriegst auch Geld? Na klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Oh! Zum Auto! Schnell! Garantiert befriedigend stand drauf. Lass mich raten. Mr. Stud, Modell XCV 19. Ja, woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe wurde zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! Danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. Weg! War ja klar. Oh, fahr einfach! Schieße sie um! Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammt, du Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide still, Achum. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Schneller! Schneller! Okay, wir... Ich zahl später! Ich ruf dich an! Aber... Ich kann nicht! Das tut so verfickt weh! Scheiße!
so arm. Ihr gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Geht es dir... Womit habe ich... Geht es dir gut? Legt ihr nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Und dein Bruder? Ist er noch bei ihm? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet, wie ich. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei, versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks.
Wenn wir ihm statt einem Arm eine Knarre verpassen, dann würde er jedes Mal, wenn er pisst. Dame hat Frieden gebracht. Nehmt mir das nicht weg. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. In meinen Glauben. Bitte, ich will das nicht. Ganz ruhig, es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombodas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber mein Reben ist es nicht wert, dafür zu töten. Eine gute Tat rechtfertigt nicht das Leid, das du verursacht hast. Was du...
gute Tat rechtfertigt nicht das Leid, das du verursacht hast. Was du getan hast, war der Inbegriff des Bösen. Dein Bruder war sympathischer. Was sollte ich denn machen? Ihn eine Predigt halten? Maelstrom lässt sich nur von Blei bekehren. Man hat immer eine Wahl. Nichts zu tun, zum Beispiel. Das ist immer der schwierigste Pfad. Ich würde lieber meinen Körper verlieren, als mit der Gewissheit leben zu müssen, ein Leben beendet zu haben. Lass mich. Ich muss noch kurz durchatmen, bevor ich zu meinem Bruder gehe. Er muss jetzt gerettet werden. Nein! Stopp, Mann! Bitte nimm meine Kohle zurück.
Genau. Verkriech dich halt für immer, mir sch... Scheißegal.
Hey, ich bin's. Der Typ mit... Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Danke. Nein, ich danke dir. Ohne dich wäre ich jetzt... Kein Problem. Los, schnapp sie dir, Tiger. Cocker!
verzieh dich. Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, ich kann nicht.
Kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Hallo, Schnucki. Wohin deswegen? Ach, ich hab eigentlich an!
Ein Freund von mir braucht Hilfe. Hat sein Auge verzockt und will es zurück. Also ein Implantat. Sollte richtig leicht verdientes Geld sein. Was meinst du? Geht Hassan bei? Ja. Gewinnchancen sind so gut wie neu. Man gewinnt oder man verliert. 50-50. Was gibt's hier so? In der Schule nicht aufgepasst. Steht doch alles auf der Karte. Also? Ninja-Gokku, wir machen es. Ja, warum nicht? Noch!
Also?
Oh, interessant. Sand.
Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich's mache. Typisch. Ich wusste. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mal ein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert und jetzt sind sie, naja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Na gut, aber wir erhöhen den Einsatz. Klingt fair. Für mich gar kein Problem. Also können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder. Das bin ich. Mein Gott, der ist doch nicht so schwer. Hier, dein Gewinn. Nicht übel. Keine Sorge, es gibt immer einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden. Aus reiner Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein, dieselbe Person, dieselben Gedanken. Wenn es anders wäre, wäre ich auf Schizopillen. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxring geschafft habt. Haha, sehr witzig. Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Habt das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Fick dich!
Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Vee. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab, Vic. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Sieh's dir an. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten. Weißt du was?